Ja, und da beginnen wir das Spiel Grün-Weiß-1 gegen Einheit Tetum. Wir haben noch ein das Grün-Weiß-Sperrin beleuchten. Jetzt das 1:0 für Grün-Weiß-Sperrin. Die ja hier zuletzt das Spiel gegen Blau verloren haben zu Hause. Das Spitzenspiel. Und gucken, ob das jetzt besser geht. Wollen wir ein bisschen beleuchten, worauf es im D-Jugendbereich so ankommt bei den Mädels? Worauf es ankommt? Na, viel aufs 1-1. Und natürlich die Treffgenauigkeit, die im letzten Spiel ja ein bisschen mangelhaft war. Ja, das hat heute schon ein bisschen besser funktioniert. Anna Schiller mit dem ersten Treffer. Und Treffer Nummer 2 durch Vivien Suhr. Ja, es wirkt doch ein wenig wie eine blaue Wand da, die Schweriner Mannschaft. Die Teteroer alle ein wenig kleiner. Vielleicht auch der jüngere Jahrgang. Wie stellt man seine Mannschaft auf so ein Spiel ein, oder sagen Sie? Da haben wir Möglichkeiten, mal ein bisschen Tor zu spielen, zu werfen. So macht das Spiel Spaß dann. Ja, den Ball laufen lassen, ne? Ball laufen lassen. Das Tor hat jetzt gezählt. Alicia Panzer, 3:0. Ist das denn ein Spiel, wo man als Trainer dann auch mal viel durchwechselt mit der Mannschaft? Wenn man sich schon Vorsprung hat, ja. Vivien Suhr erneut mit dem Treffer Nummer 2, 4:0. So ist es in Schwerin oftmals gar nicht das Problem, aber wie geht man mit einer Mannschaft um, die eben relativ früh schon relativ aussichtslos in Rückstand liegt? Wie motiviert man die Mädchen? Ja, einfach weiterspielen lassen. Kommt 3 Meter weg, die anderen, und ihr bietet euch an. Vor allem den Ball laufen lassen kann man ja gut üben, auch mit der schwächeren Reihe, sag ich mal. Seine Auszeit, das ist... Trainer. Ah, ein bisschen Irritation. Annika Brüsewelt. Aber das hat sich erledigt. Das geht weiter. Für Sie, so sehen wir das gerne. Sie, jawohl. Und freilaufen. So ist das, bei Grün-Weiß ist es auch so geregelt, dass die erste Mannschaft schlicht der ältere Jahrgang ist? Ja, das ist immer jahrgangsweise. Die erste Mannschaft ist immer die ältere. Vivien Suhr jetzt mit dem dritten Treffer, 5:0. Und das ist dann quasi auch der zweite Jahrgang für die C-Jugend. Wo wird die dann spielen nächstes Jahr in der C-Jugend? Ja, die werden wahrscheinlich Oberliga spielen. Und wie bereitet man sie jetzt auf die höhere Liga? Jetzt das Tor für Tetro durch Subrock. Wie bereitet man die Mannschaft jetzt darauf vor, dass sie dann nächstes Jahr ganz andere Kaliber hat als jetzt hier einer Tetro? Also wir sehen das ja mit dem jüngeren Jahrgang immer, als wenn man als zweite Mannschaft ist, eigentlich als das Jahr an, wo man viel lernen muss. Ne? Wichtig, dass wir die Spiele im eigenen Jahrgang gewinnen. Ja. Also einmal das Lehrjahr und einmal das Meisterjahr. So soll das sein, ja. Ja, mit dem Grün-Weiß hat sich hier in der D-Jugend ja schwer getan. Schon 2 Niederlagen mit der ersten Mannschaft. Da hat es noch nicht ganz so geklappt. Sind das Abweichungen, die mal vorkommen können? Ja, kommt natürlich immer darauf an, wie stark auch der Jahrgang ist, ne? Wie viele Talente da drin sind. Das kann passieren. Jetzt das nächste Tor. Von Friedrun Knut. Knut natürlich. 6:1 für Grün-Weiß-Sperrin.
Wann folgt denn die Umstellung jetzt? Wir sehen das hier noch in einer Manndeckung. Auf die Raumdeckung. Naja, meistens zwischen dem ersten und zweiten Jahr. Fängt also, wenn man als D2 spielt, noch mit der Manndeckung an und im Laufe der Saison versucht man dann langsam diese Umstellung hinzukriegen. Und warum spielt man denn auf grün-weißer Seite jetzt noch Manndeckung? Kann man ja machen. Ich sag mal, bei dem Wismar Cup ist es zum Beispiel immer noch gefordert, wo die ganzen Landesmeister spielen, dass eine Halbzeit Manndeckung gespielt wird und eine Halbzeit offensive Deckung. Ah. Ja. Okay, na, dann ist das natürlich ein entsprechendes Proband. Trainieren, das braucht man einfach immer wieder. Gerade das 1-1 ist ja wichtig. Mhm. Bewegen Sie jetzt zum 7-1. Jetzt haben wir am 1-1 schön durchgesetzt. Und mal Freiwurf für Tetero. Und da hat sie die Lücke gesehen und genutzt. Jürgen Kreta mit dem 7-2. Und die Lücke genutzt. Johanna Helms. 8-2. Und da hat sie die Lücke schön gesehen und genutzt, aber der Pass kommt nicht durch. Und Vivian Suhr mit dem langen Pass nach vorne. Keine Chance. Johanna Helms mit Treffer Nummer 2. Und wieder Vivian Suhr, die da die Hände dran hat. Und das Tor von Fredrun Claude. Nun habe ich das in Vergangenheiten schon mal gesehen, dass dann der Trainer der überlegenen Mannschaft bewusst eine Spielerin rausgelassen hat. Wäre das hier auch ein Mittel? Könnte man machen, ist aber in Mecklenburg nicht festgelegt. Das gibt es, glaube ich, in Berlin. Da gibt es eine generelle Festlegung, wenn man entsprechende Anzahl von Toren weg ist, dass man dann die Mannschaft reduzieren muss. Ach so, sogar muss, ja? Gibt das nicht. Dort, ja, das legt jedes Land ja für sich selber fest, wie das in den Durchführungsbestimmungen festgelegt ist. Auch hier wird auf Schweriner Seite schon gewechselt. Währenddessen Alicia Panzer mit dem Treffer Nummer 2. 11-2 für Grün-Weiß-Schwerin. Und Julia Greta mit ihrem zweiten Treffer zum 11-3. Gibt es das eigentlich auch, dass aus der jüngere Jahrgänge entsprechende Talente etwas früher hochgezogen werden? Also dass die von der die eigentlich noch D2 oder vielleicht sogar durchaus, ja. Wenn man nicht den Jahrgang komplett hat, kann man das machen. Ansonsten wird das eher nicht praktiziert? Unbedingt nein. Also ich habe zum Beispiel in meiner Mannschaft auch nur eine vom Jahrgang 2001, ansonsten habe ich nur Jahrgang 2000. Also wenn es nicht nötig ist, machen wir das auch nicht. Das Ziel. Im Fußball hieß es dann, dass die Mannschaft dann entsprechend eingespielt ist. Ist das der Grund, warum man das so lässt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt meine Mannschaft 3 Jahre fast und wir sind von Grund auf zusammen, also von der F-Jugend auf. Jetzt geht Claude auch raus und Lysanne Heiden bekommt ihre Einsatzmöglichkeiten. Linda Blöcker kann den Ball nicht fangen und so hat Tetero jetzt den Ball aber in eigener Hälfte gefangen. Das muss sie abspielen, weiß ich wohin.
War schlecht und bei Schwerin wird schneller gespielt. Also, war eine Hand zwischen und es geht weiter für Tedro. Freiburg für Tedro, da hatten sie sich Lücken erarbeitet. Also. Ganz so dicht wie gewünscht steht der Abwehrverbund bei Grün-Weiß-Sperrin noch nicht. Auch da wird jetzt weiter durchgewechselt. Und da haben sie sich den Ball nochmal schön erkämpft. Lena Blöcher mit dem ersten Treffer 12:3. Und er hat sie sich schön durchgesetzt. Julia Kreter bereits ihr dritter Treffer. Schöner Pass außen rauf, Alicia Panzer. Kräftiger Wurf. Und Auszeit genommen jetzt für Einer Tedro. Und er sagt es gerade, ein bisschen verschnaufen. Aufwendiges Spiel, die Bank ist dann von Tedro doch nicht so gut besetzt wie auf einer Seite von Schwerin. Aber ist handballerisch, gerade im Damenhandball, nicht so groß gesät. Gibt nicht so viele Mannschaften, gerade in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, relativ wenig, ja. Ja, und da tut sich Schwerin ein bisschen schwer mit, weil die entsprechende Leistungsspitzen fehlt, sagt man dann. Die entsprechenden Gegner einfach fehlen, um die Mannschaft dann entsprechend zu fordern. Man sieht jetzt 13 wenig fordert. Ne? Was könnte man da machen, vielleicht um Leistungsspitzen an Mecklenburg-Vorpommern zu erschaffen oder für Grün-Weiß neue zu finden, neue Möglichkeiten zu finden, sich mit anderen Mannschaften zu messen, wo es dann schwieriger wird? Ja, na, so wie wir es zum Beispiel machen beim Peter-Männchen-Turnier, dass wir uns dann wirklich nur Meister einladen, um halt ein entsprechendes hohes Niveau zu haben. Ja, oder man muss sich andere Spielpartner suchen, teilweise auch mal im Training. Wir nutzen auch mal die Gelegenheit, dann gegen die Jungs vom Post zu spielen, damit wir mal ein bisschen mehr Gegenwehr haben. Komm, Annika! Und zieh, zieh, zieh! Und das war mal ein schöner Wurf und auch mal die Möglichkeit, sich im Tor auszuzeichnen. Und dann eine lange Pass nach außen. Und dann Lisa Panzer mit Treffer Nummer 4. 14:4. Wir haben oft gelernt, dass das Problem gar nicht der Nachwuchs ist, sondern oftmals das Problem der fehlenden Übungsleiter. Das ist auch ein Grund deswegen, warum hier die D1 eigentlich schon zwei Spiele verloren hat. Weil der Trainer ja zwei Mannschaften betreut, die erste und zweite Mannschaft.